Karl Rahner, Martin Heidegger zum 75. Geburtstag. Fast 30 Jahre sind vergangen, seit ich in Martin Heideggers Seminar und Vorlesungen als sein Schüler war. Wenn ich sagen soll, warum ich ihm immer dankbar war und sein werde, was ich von ihm gelernt zu haben hoffe, dann kann und darf ich hier nicht seine unvergängliche Bedeutung für die Geschichte des Geistes im Abendland und in der Welt rühmen, nicht einmal alles zu sagen versuchen, was ich ihm zu danken habe. Nur ein Kostbares will ich versuchen, verständlich zu machen, dass ich von ihm mehr als von allen anderen Lehrern mit auf den Weg meines Lebens erhielt. Von zwei kleinen Episoden her will ich es zu sagen versuchen. In einem Bildband mit Gesichtern vieler Menschen, die darin gedeutet wurden, sah ich auch ein Bild eines jungen Priesters von heute. Und dabei war gesagt, man merke, dass er einer sei, der zu fragen wage, was er eigentlich mit dem meine, was er sage. Und neulich saß ich in einer Konzilskommission. Da sagte ein gelehrter, weiser und bedeutender Mann, diese und diese Frage sei doch klar, selbst wenn die Antwort darauf nicht leicht sei. Da dachte ich, nein, mir ist die Frage selbst nicht klar. Mir ist es eine Frage, was die Frage, die so leicht aufgestellt wurde, eigentlich meine. Und wenn es mir so ging, dann meine ich, habe ich diese seltsame Kraft und Not anhalten und die Frage als Frage bedenken zu müssen, bevor sicher, schnell oder vorschnell nach der Antwort gegriffen wird, von Martin Heidegger gelernt. Und ich hoffe, dass es ein Segen war. Wenn man sich fragt, welches die notwendige Frage sei, wie sie gestellt werden muss, was sie selbst eigentlich meint, dann ist das keine Flucht in die Verantwortungslosigkeit, sondern getragen von der tiefen Überzeugung, dass bei den wahren Fragen, die zu stellen sich ganz lohnt, die Antwort nicht von außen kommt, sondern im Schoß der Frage selbst wohnt und darum auch die Frage selbst als die dem Menschen hier verfügte Weise ihrer eigenen Ankunft immer neu lebendig erhält. Wenn jemand das von Martin Heidegger lernen soll, dann meine ich, ist es vor allem der Theologe, denn er unterfängt sich, von dem zu reden, von dem er bekennen muss, soll er recht reden, dass er das unbegreifliche Geheimnis ist, das nur da bleibt, wenn wir immer neu nach ihm fragen. Ich habe gesagt, dass ich die Liebe zur Frage nach der Frage von Martin Heidegger gelernt habe. Ich muss mich verbessern. Ich hoffe, bei ihm etwas davon gelernt zu haben. Denn ich muss das ja auch selbst noch einmal in Frage stellen.